Yo, was geht ab, Leute? Denkt wieder mal am Start zu einem weiteren Account gekauft Video. Leute, das Format kommt unnormal gut bei euch an, freut mich auf jeden Fall. Aber heute haben wir keinen Account gekauft, sondern haben einen Account geschenkt bekommen von einem Zuschauer. Der Account soll mega krass sein, ich bin sehr gespannt auf diesen Account. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das Format öfter sehen wollt. Ich würde sagen, für das nächste Account gekauft Video 1000 Likes, Leute. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Wir haben die 53.000 geknackt. Immer weitermachen, Leute. Immer weitermachen. Sehr, sehr cool. Danke für den Support. Wir gehen einfach mal rein in den Account. Ich bin sehr gespannt. Soll ein krasser Account sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, Leute. Und wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und wir gehen jetzt rein. So, Multiversus ist nicht unser Spiel. Wir gehen erstmal auf den Transaktionsverlauf. Wie immer starten wir im September 2022 bis heute. So. Zeig mal her, Bro, Transaktionsverlauf. Ach du Scheiße, es geht wieder gut los. 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch, erster Link in der Beschreibung. Ach du Heilige, hier wurde auf jeden Fall... Das sind jetzt safe 500 Euro schon, ne? Ja, 600, 700? Jo, 800? Oh mein Gott, es geht immer weiter. Hier mal auch mal Rocket League mal zwischen gedämpft. Ich zock auch Rocket League. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, okay. Also das ist ein Safe jetzt schon 1000 Euro. Also der Mann hat safe seine, ich sag 1500 Euro in das Spiel investiert. Das sind sehr gute Voraussetzungen für ein krasses Team. Ich bin sehr gespannt. Hier wurde auch nochmal gut reingeblecht am Anfang von FIFA. Immer mal wieder die 25er-Karten geholt. Geil, geil, geil. Also safe 1500 bis 2000 Euro sind drin, sag ich. Keine Ahnung, ich zähle das jetzt nicht genau nach, Leute. Wenn es einer von euch mitgezählt hat, kann er es gerne in die Kommentare schreiben, wie viel das genau ist. Aber eine gute Grundvoraussetzung, wenn der Mann hier viel reingepayt hat. 1500 bis 2000 Euro, nicht schlecht, Bro. Junge, 3 Jahre später bin ich in diesem Menü angekommen, weil diese scheiß PS5-Version nicht geht. Ich bin jetzt auf PS4-Version. Da hat es auch erstmal nicht geklappt, weil da ein Schloss vor war einfach. Da musste ich da erstmal ein bisschen rumtricksen, bis da kein Schloss mehr war. Ich bin endlich hier. Junge, das ist wirklich anstrengend gerade gewesen. Okay, wir gehen rein. Ultimate Team. Nochmal ein Kader-Update. Immer Probleme mit dem Spiel. Immer nur Probleme mit dem Spiel. Ohne Witz. Alles funktioniert nicht, aber ist auch egal. Ach so. Letztes Spiel noch abgebrochen und so. Crazy. 8000 Münzen. Das ist schon mal ein dickes F. Aber wie wir bekanntlich wissen, erstens, der Account wurde uns geschenkt. Das heißt, es ist egal, was hier drauf ist, theoretisch. Wir können auch verarscht worden sein. Es kann uns egal sein. Aber der Münzstand sagt nie etwas über das Team aus, weil es so viele krasse Untrade-Karten gibt. Und vielleicht hat er auch einfach viel investiert. Chong wird hier auf jeden Fall gemacht. Hat auf jeden Fall eine kranke Frisur. Aber ansonsten ist ja nichts Spannendes dabei. Watkins, sehr crazy Saison gespielt auf jeden Fall, der Mann. Mitoma, coole Karte. Aber die bringen uns alle nicht weiter. Wir gucken mal, was auf dem Transfermarkt da so los ist. 2 Stück werden mir auf jeden Fall angezeigt. Ein Casemiro und eine kleine Liste an 83er-Karten. Okay, cool. Cool, 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 cool. Schauen wir mal, ist der Transfermarkt offen? Yes, 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 yes. Ist er. Wir machen einmal kurz den Test. Da, gekauft, fertig. Wieder discarden. Machen 200 Coins minus. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Sehr, sehr cool. Okay, komm. Wir gehen mal in die SBCs. Wir schauen mal, was der Mann hier so gemacht hat bisher. Ob der hier überhaupt irgendwas abgeschlossen hat. Wir gehen erstmal ganz entspannt durch. So, wir sind jetzt gleich am Ende angekommen. Zeig mal her, Bro. Was hast du gemacht? Käuf haben wir auf jeden Fall. Geil. Den mit Käuf, Hybrid liegen. Die 88 Plus Packs, die Anmelde-Upgrades hat er mitgenommen. Carlos Alberto wird auch am Start sein. Ich sag ja, die Coins sagen nichts aus. Carlos Alberto Prime und Kräuf mit Icon, die kommen gleich auf jeden Fall. Außer er hat sie einfach in eine andere SBC gesteckt. Das wäre natürlich ein komischer Move, aber wahrscheinlich nicht. Deswegen Lineker? Bro, was willst du mit Lineker? Egal. Carlos Alberto, Kräuf, ist schon mal cool. Hat der Mann noch ein Porsche-Pack? Zeig es uns. Zeig es uns. Hey, ich wollte Vorschau-Pack öffnen. Habt ihr das 500k-Pack gemacht? Ich habe ein bisschen zu viel Angst und Respekt davor, bin ich euch ehrlich. Welche Division ist der Mann? Division 6, das heißt, glaube ich, dass er einfach gar nicht gezockt hat, oder? Na doch, 30 von 50, Division 6 Spieler, okay. Von Champions wird hier noch geschwitzt, die Punkte zu kriegen. Geil. Aber heißt das nicht, dass er dann letzte Weekend League gar nicht gezockt hat? Warum hat er keine Punkte hier für die Quali? Okay, keine Ahnung, ich check es noch nicht, wir werden es gleich auf jeden Fall erfahren. Division Rivals auf jeden Fall Division 6 und hier noch nicht alle Punkte voll. Das ist merkwürdig. Wir gehen mal wieder auf die beste Liste und wir schauen uns das Ganze mal an. Hat er einen guten Transfer erlöst? Ich bin gespannt. Let's go. Zeig es uns. 2,5 Millionen Münzen. Na gut, okay, was soll ich sagen? Transfer erlöst sagt auch manchmal nicht alles aus. 2,5 Millionen Münzen, das heißt halt so
wahrscheinlich circa Spieler im Wert. Die Trades sind von 2 bis 3 Millionen. Ist jetzt nicht krass, aber ja, nimmt man erstmal so mit, ne? Ja, Leute, ich glaube, wir haben hier dann auch schon wieder direkt alles durchgeschaut. Wir sind immer so schnell dabei. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in den Kader, ins Squad rein. Wir machen wieder unsere Augen zu und schauen, wer der Keeper ist. Ich glaube, ich habe jetzt R3 gedrückt. Yes, ich habe R3 gedrückt und direkt mal eine richtig coole Karte. Die ist sogar tradable. 35k Lafont als Foot Geburtstagskarte mit 5-5. Ja gut, 5 Sterne ist so... Sprachen lernen. 5 Sterne ist jetzt eigentlich nicht so wichtig beim Keeper, aber ist cool anzusehen, sag ich euch ehrlich. Und ich bin direkt mal gespannt, was hat er für ein Team gebaut? Ich denke, wir werden hier wieder einen Mbappé sehen. Vielleicht einen Thuram-Tatz, irgendwie sowas. Ja komm, gehen wir mal zum ersten Spieler. Ich bin gespannt, was das hier so für ein Team wird. Ich bin echt wirklich gespannt. Lafont habe ich echt noch gar nicht gesehen, glaube ich. Cafu mit Icon. Damit kann man schon mal leben. Ich sag ja, diese ganzen Leute, die mir die Accounts geben, zum Kaufen, zum Verschenken, die haben immer so ein Packlack, die sind immer so confident. Die sagen, Jenk, Bro, guck ihn dir an auf YouTube, zeig ihn deinen Zuschauern, weil die wissen ganz genau, die haben Packlack. Und Cafu ist auf jeden Fall schon mal eine Karte, mit der kann man arbeiten und mit der kann man auch immer noch in der WL abgehen, muss ich sagen. Cafu, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie viel der kostet, der Mann, aber der sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Komm, Carlos Alberto, habe ich mir schon gedacht, dass er als nächstes kommt. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die finde ich sehr geil. Vor allem in der Innenverteidigung einfach super genial. Also echt crazy, dass EA den als IV spielen lässt, weil der hat einfach nur kranke Werte. Also für die IV ist der Mann so heftig. RV ist da auch gut, aber IV geisteskrank mit 90 Pace. Also Supermann, ehrlich, Supermann. So, jetzt kommen die Spieler, von denen wir noch gar nicht gespoilert wurden. Carlos Alberto, wussten wir, dass der kommen wird. Aber wer ist sein Partner? Sergio Ramos. Und ich muss sagen, das ist eine Karte, die spiele ich auch immer noch in meinem Main-Team. In meinem 30-Mio-Team hat die noch einen Platz gefunden. Dann findet die auch in jedem anderen Team noch einen Platz, weil der Mann ist so gut. Der Mann ist einfach eine Flashback-Karte aus dem Februar oder so und ist besser als die Team-of-the-Season-Karten. Das ist heftig, wirklich. Naja, okay, Ramos, coole Karte. Oh mein Gott, Cup de Villafoot Fantasy, der kostet auch nochmal 1,5 Millionen Coins. Was geht denn hier ab? Den habe ich auch in meinem Main-Team. Und der ist einfach nur krank. Der ist super. 1,5 Millionen Coins. Und Leute, ich sag euch ehrlich, das ist safe mit Theo Hernandez-Totti der beste. Vielleicht ist er sogar besser. Der beste Leftback im Spiel, wenn ihr die Coins habt. Wenn ihr das Packlack habt, dann packt den in euer Team. So, wir wissen, dass noch irgendwann ein Cruyff kommt. Aber erstmal kommen die Mittelfeldspieler. Bin mal gespannt, wer der erste ist. Mit Icon Vieira nicht mehr so teuer. Aber ist trotzdem ein Vieira. Ist trotzdem der 40 cm Mann. Also mit dem würde ich sogar die Baby-Icon nehmen, weil Vieira ist Vieira. Und Paul Pogba daneben ist auch cool. Müssen wir auch kein großes Theater machen. Franzose linkt sich. Mit Lafont im Tor. Vielleicht nehmen wir jetzt hier noch einen Thuram. Oh mein Gott! Kostet der nicht 5 Millionen oder so? Ich habe nachgeschaut. Er kostet immer noch 3,6 Millionen Münzen. David Beckham, und den spielt man eigentlich klassisch auf der 6. Ich würde auch schätzen, dass er den, wobei, spielt er den vielleicht auf der 10 oder so im Sturm? Weil der hat ja Vieira und Pogba. Eigentlich muss er, also Flügel, finde ich den ganz verquatscht. Dann würde ich den auf der 10 oder auf der 6 spielen. Aber auch crazy, was der Mann hier wieder für ein Packlack hat. David Beckham, Vieira, Cafu, Cap de Villa, einfach nur krank. Ich gehe weiter. Nein! R9 World Cup! R9 World Cup. Ich gucke direkt nach, wie viel kostet der Mann? 7,29 Millionen Münzen. Ich kann das alles nicht mehr. Wir gehen weiter zu Cruyff, den kennen wir schon. Und dann noch ein Gold Mbappé, das ganze Team. Er hat einfach R9. Wow, also Stand jetzt kostet das Team einfach so 17 Millionen Münzen oder so, wo ich das aufnehme. Einfach nur geisteskrank. Und die Bank hat es auch in sich. Ein Ruben Dias Foot Fantasy, der ist auch noch immer sehr geil. 400k circa kostet der noch. Nunez, Marquez, Völler, den Cristiano, Luis Figo, Peter Cech. Das ist einfach nur wieder ein geiles Team. Und der Mann schenkt mir den Account einfach geisteskrank. Oh mein Gott, wurde ich wieder bodenlos. Ich wurde gerade wieder bodenlos hochgenommen von diesen Leihspielern, ne? Ohne Witz. Ramsdale Tots, hä? Okay, dann hat er doch die Weekend League gespielt. Dani Olmo. Wieder Leihspieler, King, Zambrotta, Puskas, Donovan habe ich noch gesehen, Eto, Rüdiger. Okay, hier ist nicht mehr so viel, aber auf jeden Fall auch ein, zwei Icons, ein paar coole Special Cards noch daneben und viele Goldkarten für SBC-Futter. Ich würde sagen, mehr gibt es auch gar nicht zu zeigen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie ich euch den Account zeige, wie ich den Account bekommen habe, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. 1000 Likes für die nächste Account-Video, Folge, Episode, wie man es auch nennen will, Leute. Strafft euch, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Peace out. Ciao, ciao.